Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir gehen jetzt auf meine kreative Baumap, denn ich möchte ein bisschen mit euch reden, ne? Und wir werden nebenbei ein kleines modernes Häuschen bauen. So, wir warten kurz, bis sich die Map gefangen hat. Die hat ja mittlerweile schon einiges zu laden hier. So, wir verziehen uns einfach mal hier hinter die Ecke. Geht ohne Lags. Ich habe die Map gerade eben schon geladen und es hat geleckt wie Sau. Wie man sieht, ist es immer noch der Fall. Ich weiß nicht, warum das so ist. Warum ich so eine okay, was heißt FPS-Drops? 103 und schwupp runter auf 3. Ja gut. Jetzt habe ich wieder 140 FPS, 70. Interessant. Und wieder Einbruch. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe die Map geupdatet auf die 1.13, wie man oben sieht. Seitdem habe ich so eine Probleme. Aber gut, soll mich nicht stören. Ich mache jetzt erstmal die Musik komplett aus, denn die nervt gerade bloß. So. Ich suche mir jetzt erstmal schnell die Ressourcen raus, die ich... Ui. Neue Grafik. Ach nee, das sind neue Blöcke. Okay. Ich suche mir jetzt erstmal schnell das raus, was ich alles benötige. Und jetzt muss ich mir das hier doch echt mal an... Nee, ist noch gleich. Was ist das? Ist ein Triple-Durchschluck. Okay. Sieht interessant aus. Da gibt es einige neue Blöcke. Das freut mich. Ja, ich wollte mir jetzt erstmal schnell die Ressourcen raussuchen, die ich brauche. Das hier noch. Und das sieht interessant aus. Und wir brauchen noch Glasscheiben. Die haben wir hier. Und ich brauche noch Netherblöcke. Die haben wir hier. So, ja, am morgigen Tag, dem 28.07., geht mein Minecraft Vanilla 1.13 Server online. Dadurch kam jetzt in den letzten Tagen kein Minecraft Vanilla, also letzte Woche und diese Woche weiß ich nicht, ob es noch kommt, weil ich jetzt eigentlich den Freitag, wo Vanilla kommen soll, dieses Video hier hochlade. So, 4, 5. Ja, also wie gesagt, am Morgentag gegen 20 Uhr geht mein 1.13 Minecraft Vanilla Server online. Ihr seid herzlichst eingeladen, da mitzuspielen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst auf meinen Discord kommen. Müsst euch dort whitelisten lassen von mir. Und dann könnt ihr auch schon mitspielen. Regeln zum Server findet ihr auch im Discord. Sowie... Ja... Regeln zum Discord findet ihr dort, Regeln für den Server findet ihr bei mir im Discord. Ihr müsst im Discord bei mir angemeldet bleiben, also sprich, wer sich whitelisten lässt und den Discord verlässt, wird von der Whitelist wieder runtergenommen. Denn ich möchte schon gern wissen, mit wem ich es in-game zu tun habe. Ihr müsst natürlich auch eure In-game-Namen natürlich dann in die Rubrik schreiben. Vom Whitelist Channel und Kosten kommen auf euch keine zu, die trage ich ganz allein, da es mein erster Server ist in dieser Richtung und ja, ich halt noch ein bisschen testen will, bis ich später vielleicht irgendwann mal ein Modpack rausbringe.
Am Arbeiten eines Modpacks bin ich natürlich schon. Allerdings habe ich das erstmal auf Eis gelegt, da ich andere Prioritäten vorab setze, die wichtiger sind als einen Minecraft-Server zu spielen. Und 1, 2, 3, 4, hier waren wir zu hoch. Und ja, also der Server geht 20 Uhr online. Ihr könnt euch jetzt schon whitelisten, also im Discord registrieren lassen. Whitelisted werdet ihr erst gegen 20 Uhr, so wie der Server online geht. Ich werde natürlich vorher online sein und kurzes Video dazu machen. Und es darf, wie gesagt, jeder mitspielen, der sich zu benehmen weiß. Da gibt es keine Ausnahmen. Wenn ihr euch nicht an die Serverregeln haltet, ist klar, fliegt ihr raus. Also werdet ihr gebannt vom Server. Das ist aber bei jedem guten Server so. Und ja, also ich freue mich auf eure Teilnahme am Server. Es ist, ihr könnt halt bauen, was ihr wollt, wann ihr wollt, wie ihr wollt. Der Server wird 24/7 online sein. Und ja, ich werde auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön an Killerriegel, der mir den Serveranbieter empfohlen hat. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles dazu sagen soll, weil das war's im Endeffekt schon. Ihr müsst halt, wie gesagt, auf meinem Discord bleiben, damit ihr whitelisted bleibt. Es ist keine Pflicht, dass ihr unbedingt jeden Tag da sein müsst. Allerdings, wenn ihr länger als eine Woche oder ich sag mal so länger als 10 Tage nicht aktiv seid, weil ihr in den Urlaub fahrt, weil keine Ahnung was ist, Prüfung, Fahrschule oder irgendwas anderes, dann reicht einfach ein kurzes Statement im Discord und das war's dann auch schon. Also dann bleibt ihr natürlich auf der Whitelist. Wenn ihr jetzt natürlich 10 Tage offline seid und ohne Abmeldung wegbleibt, ist klar, dass ihr dann von der Whitelist genommen werdet. Weil dann können wir Platz machen für andere Mitspieler. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache 50 Slot-Server und so viele werden da bestimmt nicht drauf kommen. Und wenn doch, naja, meine Güte, dann wird es zur Not erhöht. Ist ja auch nicht das Problem. Und ja, wenn ihr Glück habt, seid ihr dann natürlich auch mal in einer Aufnahme zu sehen bei mir. Weil ich werde dann versuchen, jeden Tag 1-2 Folgen aufzunehmen, dass ich so meinen Content für die Woche habe. Oder aber so nur meine 2 Folgen für die Woche, je nachdem. Weil ich ja noch andere Projekte am Laufen habe, die mir sehr viel Spaß machen. Ja, auf meinem Discord erfahrt ihr auch alles weitere rund um den Server und diverse Sachen, denn ich hoffe, Killerriegel kriegt das hin bis zur Eröffnung des Servers. Denn ich habe ihn gefragt, ob er mir ein Plugin schreibt oder er hat es angeboten. Ich habe aber erst im Internet gesucht, aber nichts gefunden. Dass er mir ein Plugin schreibt, dass ich diverse Items zum Anfang sperre, dass nicht gleich die ersten 3 Spieler, die online sind, natürlich komplett OP-Dia sind und dann die anderen abziehen. Sowas möchte ich nicht, das möchte ich gern vermeiden. Vielleicht ist es auch so, dass die Dia-Sachen komplett rausgenommen werden. Und ich irgendwann sage, es gibt mal ein kleines PvP-Event, es gibt vielleicht ein
anderes Event, wo ich dir Sachen verlose. Und ja, aber das steht noch in den Sternen. Erstmal muss der Server starten und dann möchte ich sehen, wie viele dran teilnehmen und Spaß haben an der ganzen Sache. So, Boden ziehen wir hier jetzt mal nicht rein, da habe ich keine Lust dazu. Tür nehmen wir die dort, die sieht schnieke aus. So, dann machen wir hier vorne noch kurz einen kleinen Weg hin. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Das ist mein kleines Häuschen, das ist mir nicht ganz so gut gelungen wie gedacht. Ich bin eher so der Mittelalter-Typ, der so Sachen baut, wie ihr es, naja, das nicht gerade. Das war für Minecraft Society so eine, ja, eine kleine Idee für die erste Stadtmauer von meiner ersten Stadt. Ja, aber wie ihr seht, ich habe hier alles so ein bisschen mittelalterlich gehalten, außer hier die Wüstenstadt, ist so ein bisschen orientalisch. Und ja, so, jetzt fängt es hier natürlich wieder arg an zu lecken. Mich würde echt mal interessieren, wieso. Wenn alle Stricke reißen, muss ich die Map hier komplett neu machen. Dann kommt alles weg. Aber das ist ja eh meine Sache. Online stellen werde ich die Map sowieso nicht. Und ja, also, wenn ihr Bock auf meinen Server habt, ihr könnt gerne drauf kommen. Müsst allerdings im Discord sein. Und ja, wenn ihr Fragen zum Server habt, könnt ihr auch auf meinen Discord kommen und nachfragen. Da beantworte ich euch alle Fragen. Und die IP gibt es auch auf dem Discord bei mir. Und ja, das war's dann auch erstmal von dem Video. Ich mache jetzt noch kurz einen Screenshot. Und dann hat sich das hier auch schon. So, dann haben wir gleich das Thumbnail. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns am 28. Sprich, der müsste dann morgen sein. Heute ist Dienstag, wo ich das Video aufnehme. Freitag wird es hochgeladen. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns morgen auf meinem Server. Und ja, ich würde es auch freuen, wenn ihr auf den Discord kommt und natürlich auch aktiv dort seid. Ansonsten war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ansonsten freue ich mich, oder wie soll ich es aus? Ja, jetzt total verhaspelt. Ansonsten, ja, ich freue mich auf euch auf dem Discord. Nochmal, jetzt wiederhole ich mich sogar schon. Also, nochmal der Abspann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.